So, ansonsten, worum geht's? Wer verwendet von euch SQL-Datenbanken? Ah, Gott sei Dank. Darum soll es gehen, und zwar ganz konkret um Performance und eigentlich auch nur um einen einzelnen Performance-Aspekt, nämlich Indizierung. Um ganz genau zu sein, beschreibe ich das ganz gerne als der Query-Index-Mismatch. Query und Index müssen immer zusammenpassen, die müssen Hand in Hand gehen. Und das ist häufig nicht der Fall, und das ist doch ein sehr großes Problem in der Industrie eigentlich, auf breiter Basis. Und was ich euch heute in meinem Vortrag zeigen möchte, ist einerseits ein bisschen eine Historie. Wie ist es dazu gekommen? Wie kann das überhaupt sein? Weil ich habe einen relativ starken Claim in dem Vortrag drin, nämlich dass die Hälfte aller SQL-Performance-Probleme auf dieses eine Problem, Index-Query-Mismatch, zurückzuführen ist. Und um das etwas glaubwürdig zu machen, habe ich einerseits andere Studien, die den Claim vielleicht nicht so deutlich drin haben, aber ein bisschen unterstützen. Ich habe meine eigenen Daten, die ich euch zeigen möchte. Die kommen aus einem Quiz, das ich mit euch live durchmachen werde. Und durch die Historie, die ich euch aufzeigen kann, wie es dazu gekommen, wird vielleicht auch noch glaubwürdig. Hoffe ich zumindest. Falls ihr Fragen habt, jederzeit mich unterbrechen. Falls ich vergesse, die Frage für die Kamera zu wiederholen, erinnert mich vielleicht auch daran. Am Ende gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit zu fragen. Da rennt dann der Kollege mit dem Mikro herum. Gut, also worum soll es gehen? Ich fange mal an mit einem Comic, das vor ein paar Jahren im Internet aufgepoppt ist. Da geht es darum, also ich glaube, wir haben die Limits von MySQL erreicht. Es ist einfach zu langsam. Die Datenmenge, die wir haben, ist kolossal, steht da. Und ich finde allein schon den Ausdruck kolossal ganz beachtlich. Also Big Data war gestern, kolossal Data ist heute. Und dann schaut er halt so, was können wir da machen? Na okay, also ich habe da mal überlegt, wir sollten da jetzt auf NoSQL migrieren. Und ich habe da einen 3-Monats-Schlachtplan ausgearbeitet. Schau mal her. Framework Refactoring, das ist ja überhaupt genial. Training Workshops, Internal Tool Updates. Das sind Dinge, die werden bei solchen Technologieumstellungen eigentlich nie berücksichtigt. Aber das ist wirklich ein solider Plan. Was könnte da wohl schiefgehen? Naja, warte mal einen Moment. Ich schau das mal genauer an. Aha, ja, genau wie ich dachte. Und hier sehen wir. Es ist Index. Man nennt das Ganze Index. Schau her, das hat dein Query jetzt 20-fach so schnell gemacht. Und im Hintergrund, was wirklich fehlende Indizes? Ist das ernst? Und das ist echt aus dem Leben gegriffen, würde ich sagen. Ich werde euch heute im Quiz dann, werde ich euch zeigen, Sachen, von denen ihr vermutlich denkt, das ist eh okay. Das ist richtig indiziert. Und ich werde euch zeigen, es ist nicht so. Indizierung, da muss man, es ist nicht viel, aber es sind einige Details, die man berücksichtigen muss. Und da werde ich euch heute einige davon, die wichtigsten, ich würde sagen, die 5 wichtigsten Sünden, führe ich euch heute vor. Ich werde euch versuchen, euch hinters Licht zu führen und euch dann aber natürlich fairerweise auch die Lösung sagen. So, bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis, Volkskrankheit, stiefmütterliche Indizierung. Ja, es betrifft jeden. Ich habe eigentlich, glaube ich, noch nie eine wirklich richtig indizierte Datenbank gesehen, die mehr als 1, 2, 3 Tabellen hat. Ganz mein Liebling ist ja die Sakila-Datenbank in MySQL. Die verwende ich an der Fachhochschule, wo ich teilweise unterrichte, als Lehrbeispiel, wie man es nicht macht. Und die Hausübung ist dann, es richtig zu machen. Und da kommt man auch auf so einen Faktor 20 heraus, wenn man das mal richtig indiziert. Und das ist bitte eine Demo-Datenbank eines Datenbankherstellers eigentlich. Das muss man sich ja mal vor Augen führen. Also jeder macht es falsch, inklusive mir, sag ich ganz ehrlich, weil man kann nicht immer alle Details richtig machen, aber man sollte zumindest die wichtigen richtig machen. Woher kommt dieses Problem eigentlich? Und das ist eigentlich ein sehr interessanter Aspekt, weil wir hätten das Problem nicht, wenn SQL nicht so erfolgreich wäre, so unheimlich erfolgreich, in dem einen einzelnen Ding, was es machen wollte. Weil was SQL wirklich macht, ist eine Separation of Concerns. Es trennt gewisse Belange, nämlich gewisse betriebliche Aspekte von den logischen Aspekten der Datenhaltung. So die Trennung von wegen, also wenn ihr Joe Selko kennt, so sagt sie immer, Rows are not records und Columns are not fields und so weiter. Da war ein großer mentaler Sprung, dass man sagt, man hat wirklich auf der SQL-Seite nur das logische Bild und kümmert sich nur um die Daten. Und wie das Ganze physisch implementiert wird, hat man auf der anderen Seite. Und das ist eine Separation of Concerns, die bei SQL sehr, sehr gut funktioniert. Mittlerweile, muss man sagen. Also vor 20 Jahren war das noch nicht so weit, vor 15 Jahren auch nicht. Aber jetzt vor 10 Jahren, würde ich sagen, kann man sich relativ gut darauf verlassen. Und das ist wirklich sehr erfolgreich, aber es führt halt auch zu einem Problem. Und der letzte Punkt ist, und bevor ich euch den letzten Punkt zeige, würde ich gerne noch mein Publikum kennenlernen. Wer von euch, also für mich ist immer die Frage, mehr Administrator DBA oder mehr Entwickler? Wie ordnet ihr euch selbst ein? Also bitte ich mal zuerst, einfach willkürlich, ist jetzt nicht wissenschaftlich.
Wer fühlt sich mehr als Entwickler? Bitte Hand heben. Aha. Und wer fühlt sich mehr als Datenbankadministrator? Okay. Und wer kann sich nicht zuordnen? Okay. Passt. Der Talk ist tatsächlich mehr für Entwickler, deswegen freut es mich auch, dass ihr alle hier seid. Es ist im Wesentlichen eure Schuld. Aber dann doch wieder nicht. Also es ist so, ich habe früher immer ganz gern gesagt, read the fucking manual, wenn du das nicht kannst. Bis mich irgendwer mal gefragt hat, na, dann gib mir doch das fucking manual. Und das habe ich dann getan, es war dann irgendwie so ein Wälzer. Und dann bin ich drauf gekommen, naja, für einen Entwickler ist das nicht die richtige Antwort jetzt auf die Frage. Da findet er seine Antworten nicht. Das zeige ich euch auch dann noch. Da habe ich eine kleine Marktstudie dazu durchgeführt. Der Punkt hier heißt, obwohl es zwar in der Verantwortung der Entwickler liegt, wie ich euch zeigen werde, dafür zu sorgen, dass der Query-Index-Mismatch nicht auftritt, können die Entwickler in der Regel nichts dafür, wenn er doch auftritt. Ich zeige euch dann, warum. Also es ist nicht eure Schuld. Ich werde hier und da mal sagen, ach, die bösen Entwickler, dann denkt immer an dieses Ding, ihr seid dann doch nicht schuld. Also, worum geht's? Index, Query, Mismatch. Die beiden müssen zusammenpassen. Ich habe mir da ein paar Marktstudien angeschaut, weil ich habe da meine eigene Meinung. Die ist, dass eben ungefähr 50% der Probleme sich auf diesen Komplex zurückführen lassen. Und ich wollte eben schauen, ob es da auch noch andere Meinungen dazu gibt. Und habe da eine kleine Marktstudie gemacht und habe halt so andere Quellen gesucht. Und da gibt es eine Firma, die heißt Buddha Consulting. Und die haben auch gesagt, also eine sehr verbreitete Ursache von diesen Problemen ist Lack of Proper Indexes, also das Fehlen von guten Indizes und, ganz wichtig eben, Queries, die diesen Index dann auch benutzen können. Und da steckt eben schon dieses Mismatch ein bisschen drin. Bei Indizierung geht es bitte nicht nur darum, einen Index richtig zu machen. Man muss auch darauf schauen, dass das Query den Index auch sinnvoll nutzen kann. Die müssen zusammenpassen. Okay? Ich habe dann ein Beispiel im Quiz drinnen, mehr als eins. Also sehr häufig, aber keine Quantifizierung im Sinne, wie ich sie tue, 50%. Also habe ich geschaut, finde ich vielleicht was anderes. Da gab es von Percona mal ein White Paper, das ist schon jahrelang her. Da haben sie die Gründe für Performance-Probleme analysiert, die zu Produktionsausfällen geführt haben. Also geht es nicht darum, ich klicke mal und muss ein paar Sekunden warten, bis das Ergebnis da ist, sondern ich klicke und es passiert nichts. Psst, Rene war blühen, nichts geht mehr. Produktionsausfälle. Und da haben sie gesagt, 38% sind Bad SQL. Okay, das war der wichtigste Punkt. Schema and Indexing, 15% in Summe. Also da ist jetzt einerseits das Indizierungsthema ein bisschen drinnen, aber halt auch das Design-Thema. Normalisierung, Übernormalisierung und so weiter. Ja, noch ein paar andere Dinge. Aber wenn man sich die zwei noch einmal anschaut, in Summe kommt es, auch auf die 50% von der Größenordnung, wobei man natürlich sagen kann, es ist eine andere Abgrenzung. Also das unterstützt jetzt meine These nicht zu 100%, aber es geht zumindest von der Größenordnung mal in die Richtung bei Dingen, die die Entwicklung betrifft. Was haben wir noch? Dann gab es Umfragen auf Webseiten. Das war jetzt zufällig eine SQL Server Webseite. Das betrifft alle Datenbankhersteller, keine Sorge. Jeder ist betroffen. Da ist rausgekommen, die Ursachen der Performance-Probleme sind, also T-SQL, halt SQL auf gut Deutsch, pure Indexing mit 19%. Und da ist eben diese Trennung, nicht? Das kann ich jetzt nicht sagen, wie viel von den SQL-Problemen haben jetzt mit der Indizierung zu tun. Das steckt da nicht drinnen, weil ich eben sage, SQL-Probleme können einerseits Indizierung betreffen oder sie können auch sonst dämlich sein. Kann ich da leider nicht rauslesen. Dann gibt es auch so Forscher quasi, der sagt, bis zu 75% der Performance-Probleme kommen aus Bad SQL und Application Code. Auch da steckt wiederum eine andere Abgrenzung drin. Ja, eine Frage. Ja, das kann ich dir leider jetzt auch nicht sagen. Das ist eben das Problem. Bitte? Achso, ja genau. Was steckt hinter dem Term Bad SQL? Ich weiß es nicht. Auch bei Application Code. Ich weiß es nicht. Die Abgrenzung ist eben anders. Diese Abgrenzung, wie ich sie mache, dass ich sage, Index Query Mismatch ist für mich ein Thema, macht leider niemand anderes so. Deswegen muss ich da halt auch ein bisschen raten. Also was ist Bad SQL? Das kann alles sein. Das kann sein ein SQL, das eben an sich gut wäre, aber einen guten Index nicht benutzen kann. Das kann aber auch ein SQL sein, das vielleicht den falschen Join-Typ verwendet oder was auch immer. Weiß man nicht. Application Code könnte auch beinhalten so typische Schleifen, wo man eigentlich einmal die Datenbank fragen soll, gib mir alles, aber stattdessen hat halt jemand eine Schleife gemacht und führt der SQL in einer Schleife 1000-mal aus. Das könnte auch Bad Application Code sein. Ich weiß es nicht. Ich habe versucht, irgendwelche Daten zu finden, die meine These ein bisschen unterstützen. Mehr ist es leider nicht.
Forrester Research hat da auch was gemacht. Die quantifizieren sich nicht, die sagen Key Difficulties. Und was haben wir da? Poorly written SQL steht da an erster Stelle. Das finde ich auch einmal beachtlich. Also selbst wenn meine These, dass 50% auf Query Index Mismatch zurückgehen, selbst wenn ich das nicht untermauern kann, ich kann doch untermauern mit diesen Sachen, dass es in die Verantwortung der Entwickler fällt. 50% der SQL-Probleme fallen in die Verantwortung der Entwickler, wenn man Indizierung zur Entwicklung zählt, wie ich es gleich machen werde. Dann an zweiter Stelle gibt es DBMS Configuration und dann a lack of clear understanding how to tune databases. Und ich denke mal, das könnte schon mal so ein Hinweis sein auf Indizierung, weil Indizierung ist doch ein sehr, sehr wichtiges Thema bei Performance. Aber auch da, ja, die Abgrenzung ist ganz schlicht und einfach anders, als ich sie mache. Und nochmal zusammengefasst, meine Beobachtung ist und mein Statement ist einfach, 50% der Performance-Probleme, die man hat, gehen auf dieses Thema Query Index Mismatch zurück. Gut. Wie kommt es dann dazu? Wenn man nur dieses eine Problem lösen würde und die Hälfte aller Datenbank-Performance-Probleme würde verschwinden, warum machen wir es dann nicht einfach? Naja, ist doch eine naive Frage, oder? Ja, aber berechtigt dennoch. Und das Wurzel des Problems ist, dass die Admins, jetzt sind da mal die Admins schuld. Wer war nochmal Admin? Also niemand mehr. Ja. Da sind jetzt die Admins schuld, weil die Admins machen Indizierung. Welcher Admin macht denn Indizierung? Ja, da haben wir es. Ihr seid schuld. Ja? Aber ihr könnt ja nichts dafür. Weil ihr seid einfach nur die Letzten in der Kette, die Performance-Scheiße ausbaden müssen. Und deswegen springt ihr halt in die Bresche und macht das Beste draus. Also das ist auch gleichzeitig wieder eine Rehabilitation. Ja, ihr macht es. Ihr macht es nicht gut, tut mir leid, aber ihr macht es so gut, wie ihr es könnt in eurer Position. Und die Wurzel des Übels ist eigentlich, dass es nicht ihr machen solltet, sondern die Entwickler. Um euch das ein bisschen näher zu bringen, warum das eigentlich, Query Index Mismatch, wie oft mache ich das heute noch? Ich weiß nicht, sehr oft. Um euch das zu demonstrieren, was ist SQL und was war das Revolutionäre oder ist das Revolutionäre an SQL, möchte ich euch nochmal in Erinnerung rufen oder euch einmal zeigen, falls ihr es nie selber gemacht habt, wie man so mit Datenbanken, speziell mit relationalen Datenbanken, umgegangen ist, bevor man SQL hatte. Wer hat denn das schon mal gemacht? Wer hat denn schon mal mit einer relationalen Datenbank ohne SQL gearbeitet? Ah, welche war das? DBase, ich liebe dich, danke. Ja, das war die bekannteste. Habe ich dann als Beispiel drinnen. Und wie ich euch jetzt zeigen werde, am Beispiel DBase, also relational heißt nichts anderes als arbeitet mit Tabellen. Das heißt relational. Das heißt, eine Datenbank, die das Konzept Tabelle hat, aber unter Umständen nicht die Sprache SQL unterstützt, fällt in diese Kategorie. DBase war so eine. Die war enorm populär, so Anfang, Mitte der 90er. Herrlich. Ich zeige euch noch einmal, da ist nämlich was ganz, ganz Wichtiges zu sehen in dem Beispiel. Der Query-Index-Mismatch konnte dort gar nicht auftreten, weil es nämlich programmatisch von der Programmiersprache, von der Umgebung her, einfach untrennbar miteinander verbunden war. Beispiel DBase. Danke. Ja, genau. Also wenn man keine Indizes hat, dann wird es unendlich langsam noch schlimmer. Ich zeige dir da jetzt ein Beispiel, was zu funktionalen Fehlverhalten geführt hat. Also was ich hier habe, ist, wenn man eine Suche macht, dann muss man einen Index explizit nutzen. Das klingt jetzt so, als wenn man das nicht macht, dass es dann halt einfach nur langsam ist. Aber nein, so war das nicht. Das sind nämlich zwei getrennte Statements. Das erste liest sich setIndex to lastName. Das bedeutet, verwende von jetzt an den Index namens lastName. Und der zweite Kommando lautet dann, find mir einen Suchbegriff, meinen Namen. Und das Tückische daran ist, dieses set, das bleibt aktiv einmal vorläufig. Auch danach noch, das ist so ein Status, den setzt man. Und wenn man das vergisst, dann heißt das nicht, dass kein Index benutzt wird, dann heißt das nur, dass eventuell ein Index benutzt wird, der irgendwann mal früher im Programmablauf aktiviert wurde. Und wenn es jetzt zum Beispiel der Index auf der Sozialversicherungsnummer ist, dann gibt es dort keinen Wienand drin. Das heißt, man hatte funktionale Bugs. Man konnte unmöglich als Entwickler abstreiten, dass wenn das falsch läuft, dass das der Fehler der Entwicklung ist. Das konnte man niemanden anderen anhängen. Ich zeige euch, es war noch ein bisschen schlimmer. Wenn man was einfügt, also das, was man heute Insert nennt, hat damals Append geheißen und es sind wieder zwei getrennte Kommandos. Und vor jedem Append musste man wiederum die Indizes aktivieren, bei denen man dann auch wollte, dass es mit eingefügt wird.
Das heißt, wenn man da jetzt vergisst, zum Beispiel den Last Name Index oder den Index, den man gerade erst eingeführt hat, neu mit zu aktivieren, dann ist die Zeile halt einfach nicht in dem Index drinnen. Das kann wiederum zu funktionalen Bugs führen. Ja? Das kann man auch mit Absicht machen. Auch heute haben wir das Konzept noch. Ein Index, der nicht alle Zeilen enthält. Wer kennt das? Kennt jemand einen Index, der nicht alle Zeilen enthält? Ja, Wer-Klausel im GRED Index Statement, das gibt's. Ist auch heute noch ein nützliches Konzept in manchen Situationen. Konnte man auch damals nutzen, aber halt ganz anders. Und da seht ihr jetzt vielleicht ein bisschen das, was ich meine mit Programmierung und die Queries, die Abfragen und die Indizierung, die waren einfach untrennbar miteinander verbunden. Da gab es keine Diskussion, Indizierung gehört bei der Entwicklung berücksichtigt. Und dann kam SQL. Und ich, so sehr man SQL auch lieben oder hassen mag, es hat halt ein bisschen die Scheuklappen auf. Das kümmert sich genau um seinen Scheiß und alles andere bleibt links liegen. Also es kümmert sich um die logischen Konzepte, wie was ist eine Tabelle, wie gehe ich da jetzt mit den relationalen Operationen um, nicht? Also diese ganze Join-Geschichte und so weiter, Projektionen, bla bla bla. Das definiert alles in epischer Breite, aber sonst nichts. Da bleiben gewisse Sachen über, um die sich jemand anderer kümmern muss. Und es sind dann eben die Datenbankhersteller, die sich darum kümmern müssen. Um euch das ein bisschen so aufzuzeigen, in dieser Links-Rechts-Darstellung. Also im SQL-Standard ist zum Beispiel das Konzept der Tabelle ist dort definiert. Also sie hat Spalten, sie hat Datentypen, man kann da so Constraints drauf haben, Check-Constraints, im MySQL noch immer nicht, aber gut. Solche Sachen sind da drinnen. Views, selbst so abgespeicherte Queries, sind Teil des SQL-Standards. Constraints habe ich gerade schon genannt. Transaktionen, nicht? Rollback und so weiter, ist alles drinnen. Auch Transaktionsisolation ist da drinnen. Das Konzept, wie funktioniert die Select-Syntax? Wie funktioniert die DML-Syntax? Also Insert, Update, Delete und Merge ist auch ein Standard-Kommando. Das steht da alles drinnen. Was bleibt über? Naja, Storage Management. Die berühmte Frage, mache ich jetzt eigentlich eine Datei pro Tabelle oder habe ich vielleicht die Möglichkeit, eine Tabelle auf mehrere Dateien aufzuspalten oder kann ich auch in einer Datei mehrere Tabellen reinspeichern? Muss ich wer überlegen? Kann manchmal so gut sein, manchmal so gut sein. Muss sich der Hersteller drum kümmern. Backup, wie mache ich das? Lasse ich Schreibzugriffe zu, während das Backup läuft? Muss ich wer drum kümmern? Steht nichts davon im Standard. Hochverfügbarkeit, habe ich solche Sachen wie Replikation, habe ich Hot-Failover und so weiter? Keine Ahnung, Standard interessiert es nicht. Wie gehe ich mit Bugs und Patches um? Geht auch in dieses Hochverfügbarkeitsfrage. Habe ich Rolling, kann ich Streaming-Replication machen zwischen verschiedenen Versionen und all diese Dinge? Steht da alles nichts drinnen. Die Tuning-Parameter. Wie viel Speicher nimmst denn du jetzt bitte für diese Sortieroperation? Wie viel Speicher darfst du denn überhaupt nehmen vom Betriebssystem? Bist du jetzt alleine auf dieser Maschine? Darfst du alles nehmen? Oder sind da auch noch andere Sachen, die auch noch was haben wollen? Das steht natürlich nicht im Standard. Und jetzt kommt's. Über Indizes steht kein Wort im Standard. Das ist nämlich nur ein Mittel, um die Sachen schnell zu machen. Aber sonst nichts. Es ändert ja am Ergebnis nichts, mal abgesehen davon, wie lange man wartet. Indizierung steht nicht im Standard. Ist auch gut so, ist auch richtig so, aus Sicht des Standards. Ja, eine Frage. Create Index ist kein Standard? Ja, genau. Die Frage lautet, Create Index ist kein Standard und ich kann das bekräftigen, ja. Also das Kommando Create Index steht nicht im Standard und es ist wirklich skurril, dass trotzdem es überall eigentlich gleich läuft. Es ist witzigerweise eins der Statements, das den besten Support hat von der Syntax über alle Statements hinweg. Und jetzt genau eins, was nicht im Standard steht. Ich meine, es ist natürlich naheliegend, es passt sehr gut in die restliche Sprache SQL, wie das CreateTable und so weiter läuft. CreateTable ist natürlich Teil im Standard. Aber nein, Indizierung ist bitte nicht im Standard. Weil sich der Standard nur mit der logischen Sicht, mit dem Ergebnis befasst, aber nicht damit, wie man dieses Ergebnis bewirkt. Tja, und da haben wir das Problem. Jetzt haben wir einen Scherbenhaufen, wie wir in Wien sagen. Wir haben einerseits die Situation, dass wir Indizes auf der einen Seite haben, nämlich da, wo im Herstellerbereich, in der Domäne der Hersteller, und andererseits Queries auf da, wo es im Standard drin ist. Und ich habe da jetzt oben einfach mal das ausgetauscht, wenn ich da nochmal durchgehe ganz schnell. Also das, was im Standard steht, hat sich dann einfach zugetragen, dass es von den Entwicklern bearbeitet wird. Warum? Zeige ich euch auch gleich, weil nämlich das typischerweise die Literatur für Entwickler typischerweise genau diesen Bereich hier abdeckt. Und das, was überbleibt, ist dann halt typischerweise für die Admins übergeblieben.
Und jetzt haben wir das Problem, dass etwas, das ganz untrennbar verbunden sein müsste, nämlich Indizes und Queries, in verschiedenen Zuständigkeiten liegt. Und das kann nicht gut gehen. Also entweder arbeiten die beiden Zuständigkeiten wirklich eng miteinander zusammen, die Praxis zeigt aber eher das Gegenteil. Und ich glaube, das ist das eigentliche Grundübel bei dieser Geschichte. Dass das einfach durch diese Trennung, durch den SQL-Standard einfach, dadurch, dass er halt so wirklich erfolgreich ist bei dieser Separation of Concerns, hat sich diese Trennung in diesem einen einzelnen Aspekt ungünstig ergeben. Und heute sehe ich sehr, sehr oft in Unternehmen, dass wenn die Datenbank langsam ist, ist vorrangig mal der Admin schuld. Oder vorrangig wird einmal dem Admin die Lösung des Problems umgehangen, sagen wir mal so. Es liegt am ehesten noch in seiner Verantwortung. Das ist das, was ich typischerweise in Unternehmen sehe. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil auch wenn ein Admin will, so gut er kann, der kann wissen, was er will, er kann es trotzdem nicht richtig machen. Und damit jetzt die wenigen Admins, die hier sind, nicht so böse auf mich sind und mich so böse anschauen ständig, nehmt einfach mich als Beispiel. Ich bin zwar jetzt kein Admin in dem Sinne, aber ich habe dieselbe Eigenschaft. Ich kenne nämlich das Geschäftsmodell von euch nicht. Und das ist eigentlich das, was es ausmacht. Ich kenne eure Software nicht. Also stellt euch vor, ich komme zu euch ins Unternehmen und soll da jetzt mal Datenbank-Tuning betreiben. Was habe ich dann so für Probleme? Also ich und die DBAs kennen die Abfragen einmal am Anfang nicht. Okay, man kann mal eruieren. Die DBAs kennen die vielleicht noch ein bisschen mehr. Die kennen schon ihre Pappenheimer aus dem Top-SQL, kennt man die schon. Ah, das ist wieder die Abfrage, die ist schon wieder langsam. Ich kenne sie mal nicht. Das heißt, ich muss mich erstmal reinarbeiten. Ihr könnt es mir natürlich geben, aber dann muss ich sie auch erstmal verstehen. Was wollt ihr eigentlich bewirken mit dieser Abfrage? Das heißt, man muss das Ganze eruieren, das ist einmal Aufwand. Und das Ganze ist für mich, wenn ich in ein Unternehmen gehe und das dann mache, ist das eher so eine, ja, wie ihr seht, eine Columbo-Aktion. Man muss da schon ganz schön investigativ tätig werden, um da mal rauszufinden, was ist jetzt eigentlich das Motiv gewesen? Das ist immer das Schwierige. Warum? Warum wollt ihr jetzt diese Abfrage ausführen? Weil daraus ergibt sich dann die eigentliche Anforderung. Und erst wenn man die eigentliche Anforderung wirklich versteht, kann man eigentlich auch das Statement wirklich verstehen und dann unter Umständen erkennen, wo der Fehler drin ist. Und wie das halt so ist, Columbo dauert 1,5 Stunden. Das kommt pro Query ganz gut hin. Und es ist also einerseits sehr zeitaufwendig, aber das nächste Problem ist, es ist immer unvollständig. Man kann tun und lassen, was man will. Man kann so lange reingucken in Traces und was auch immer man will. Man hat nie den Gesamtüberblick. Es fehlt irgendein Job, der nur einmal im Jahr läuft, zum Beispiel beim Jahresabschluss. Klassiker, ich war jahrelang in einer Bank beschäftigt. Wir hatten halt Statements, die laufen nur einmal im Jahr. Die haben wir dann natürlich, bevor sie gelaufen sind, nochmal getestet, ob sie eh noch laufen, nicht? Aber wenn ich jetzt als Fremder da reinkomme, dann weiß ich sowas nicht. Und sowas gibt es immer und überall. Ein anderes Beispiel war, ich habe mal ein 24-Stunden-Trace bearbeitet von einem Kunden und während dieser 24 Stunden war der CEO. Nicht im Haus. Aber wenn er im Haus ist, dann klickt er immer Reload auf dieser Sales-Page, wo halt steht, wie die Verkäufe so gerade laufen. Und er ist der Einzige, der dort immer Reload drückt. Und dieser Query, der ist auch atypisch für die Anwendung. Die braucht ja sonst niemand. Dieses Query war nicht in diesem Trace drinnen. Es war also unvollständig. Und jetzt glaubt, welches Query habe ich bei meinem Tuning nicht berücksichtigt? Genau dieses eine. Der CEO kommt zurück, genau sein Query funktioniert nicht mehr. Ich habe keinen zweiten Auftrag bekommen. Tja, also egal wie viel Zeit und Aufwand man reinsteckt, man ist nie sicher, es gibt immer ein Restrisiko. Aber jetzt kommt das viel größere Problem. Selbst wenn man die Analyse vollständig betreibt und dann endlich mal versteht, das Datenmodell und die Applikation, die Zugriffswege, wie werden die Daten eigentlich gebraucht, wie werden sie abgefragt, dann kann man zwar die Indizes an die Queries anpassen, aber man tut sich schwer, die Queries an die Indizes anzupassen, weil die sind ja irgendwo reinkodiert in irgendeine Applikation. Und ich sage, wenn ich darauf hinweise, dass es nicht nur um Indizierung geht, sondern um Index-Query-Mismatch, dann heißt das auch, dass manchmal der Index der falsche ist und geändert werden muss, aber manchmal ist auch das Query das falsche und muss geändert werden. Der Index ist wunderbar. Und diese Möglichkeit hat man als Admin oder als Externer eigentlich nicht. Und daher stellt sich die Frage, was ist die Lösung? Na, ganz einfach, wir machen das wie früher. Wie bei DBase. Indizierung ist Aufgabe der Entwicklung. Da gibt es keine Ausnahme. Das hat sich nicht geändert durch SQL. Es ist nur in Vergessenheit geraten.
Ist auch bequem gewesen, muss ich sagen, für die Entwicklung. Und natürlich, der Claim, den SQL so ein bisschen hat, ja, so von wegen, du brauchst dich nicht mehr darum kümmern, den nimmt man natürlich gerne und dankbar auf. Aber ganz ehrlich, wer jedes Marketingversprechen glaubt, ja, tut mir leid, der wird einfach nicht Erfolg haben. Und das ist halt das Problem, was wir heute haben. Also die zwei Dinge da, nur genau diese eine Blase, die muss da zurückwandern, dort, wo sie eigentlich immer war. Und dann ist es plötzlich organisatorisch und mit relativ wenig mentalem Aufwand möglich, dafür zu sorgen, dass dieser Mismatch nicht auftritt. Okay, also Entwickler sind zuständig. Take it. Aber ihr seid nicht schuld. Ich sag's euch nochmal, Bart Simpson, ich weiß nicht. Warum nicht? Es wird nicht unterrichtet. Dazu habe ich eine kleine Marktstudie durchgeführt. Das war besonders lustig. Ich habe Bücher genommen und habe sie durchgeblättert, sinngemäß. Also ich habe natürlich Suchtools verwendet, aber habe sie sinngemäß durchgeblättert und habe geschaut, wie viel dieses Buches behandelt jetzt das Thema Indizierung im Sinne von Query Index Mismatch. Zuerst habe ich mal SQL-Bücher hergenommen, die großteils genau den Punkt behandeln, der da jetzt auf der SQL-Standard-Seite war, auf der linken Seite, aber eben ohne Indizierung, großteils. Ihr seht das jetzt. Da habe ich geschaut, habe Seiten gezählt, habe mir 11 Bücher angesehen, die hatten in Summe 7300 Seiten und 70 Seiten von diesen haben das Thema erwähnt, wobei ich selbst einen Satz als volle Seite zähle. Und deswegen sage ich, naja gut, wenn man SQL aus solchen Büchern lernt, dann kann man es nicht wissen, deswegen seid ihr nicht schuld. Ihr seid zwar irgendwie dafür verantwortlich, aber nicht schuld. Der Markt ist gegen euch. Das beste Beispiel, was ich da habe, war der Manga Guide to Databases. Ich meine, ob man es jetzt ernst nimmt als Lehrbuch für SQL, sei dahingestellt, aber es verkauft sich recht gut, also hat es wohl seinen Impact am Markt gehabt. Und da steht genau ein Satz über Indizierung, und das finde ich eh positiv, dass da ein Satz über Indizierung drinsteht bei einem so High-Level-Buch. Blöd war nur, dass der eine Satz dann lautet, ach ja, und Indizierung muss man auch berücksichtigen, fragt einen Admin. Gut, ein paar Beispiele, damit ihr ein Gefühl davon kriegt, was ist da jetzt konkret dabei gewesen. Es sind jetzt 3 dieser 11 Bücher da und da sieht man, also die höchste Rate, die ich da hatte, waren 3,3% der Seiten eines Buches haben sich mit dem Thema Indizierung beschäftigt. Aber gut, in diesen Büchern sollte natürlich auch viel, viel mehr drinstehen als nur Indizierung. Aber ich sage noch immer, von diesen 3,3%, also wenn man danach SQL lernt, kann man es demjenigen nachher nicht vorwerfen, dass er nichts über Indizierung weiß. Aber dann habe ich mir gedacht, na Moment, es gibt ja irrsinnig viele Bücher, die das Thema SQL-Performance auf breiterer Basis, also als Kernthema abdecken. Schauen wir uns mal die an. Und ich habe wieder geblättert. Ergebnis? 5,1%. 5,1% des Inhaltes von SQL-Tuning-Büchern behandeln den Aspekt, der meiner Meinung nach für 50% der SQL-Performance-Probleme verantwortlich ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da habe ich wieder ein paar Beispiele drinnen. Da ist jetzt die höchste Rate 8%. Und da muss ich schon sagen, es ist nicht 50% natürlich, es steht noch viel mehr drinnen. Es ist halt Indizierung auch vergleichsweise einfach im Vergleich zu den anderen Performance-Themen. Die 8% sind jetzt auch gar nicht so schlecht. Also vom Inhalt her würde ich sagen, wenn jemand danach es lernt, dann hat er schon, dann ist er schon überdurchschnittlich. Das Problem ist nur, das ist halt kein Entwicklerbuch, das ist ein Adminbuch. Wenn ich das an einen Entwickler gebe, dann sind die restlichen 92% völlig nutzlos für den. Da geht es darum, wie parametriert man das Betriebssystem. Wie tunt man Backup? Ja, ein reales Problem. Man hat ein Backup-Fenster, da muss das Backup fertig werden. Okay. Aber ist jetzt echt nicht das, was man als Entwickler im klassischen Rollendenken bedenken muss. Also wenn ihr nicht zufällig beides macht, also Betrieb und Entwicklung, dann interessiert es euch nicht. Sorry, heute beherrsche ich dieses Gerät nicht. Das heißt, also ja, es gibt teilweise Bücher, die es ausreichend behandeln, aber das sind halt die Bücher, die die falschen Leute adressieren. Weil selbst wenn die dann machen wollen, also wenn das ein Admin liest und das dann machen will, hat er noch immer die vorgenannten Probleme, nämlich er kennt die Queries nicht und er kann sie nachher auch nicht ändern. Die Konsequenz ist, ja, Entwickler wissen es nicht. Und das kann ich auch noch ein bisschen belegen. Und jetzt kommen wir zum spaßigen Teil des Vortrags, zum Quiz. also ich betreibe eine Webseite, justindexlook.com. Wer kennt sie? Oh. Ja, meine Webseite. Ich habe das Eichhörnchen.
könnte sein. Also 1,5 Leute kennen es. Sehr, sehr schade. Ist ein vollständiges Buch, das ganz genau darauf ausgelegt ist, Entwicklern diese Indizierung beizubringen, möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Und ich habe damals, vor einigen Jahren, ein 3-Minuten-Quiz dort auf online gestellt, weil ich mir gedacht habe, und das hat sich, glaube ich, auch bestätigt, dass Entwickler gar nicht glauben, gar nicht wissen, worum es eigentlich bei Indizierung geht, was sind so wirklich die Sachen, auf die man achten muss. Und genau das ist das Ziel dieses Quizzes. Ich habe 5 Fälle drinnen, die meiner Meinung nach die 5 häufigsten Indizierungssünden sind. Ich zeige sie euch, ich möchte euch natürlich ein bisschen hinters Licht führen und dann zeige ich euch die Antwort dazu. Und ich zeige euch auch, wie das Internet geantwortet hat, damit wir so ein bisschen empirische Daten haben. Stimmt mein Claim, dass die Leute keine Ahnung davon haben? Und ja, ihr kommt jetzt zum Handkuss. Also 5 Fragen, nicht repräsentativ. Also die Ergebnisse, die ich euch zeige, die sind in keinster Weise repräsentativ. Ich weiß nicht, was das für Leute sind. Das ist das Internet. Ich habe gewisse Vorsichtsmaßnahmen gegen Bots gefällt. Ich habe Grund zur Annahme, dass falls Bots das irgendwie verfälschen, dass es vernachlässigbar ist, also weniger als 1% oder so. Aber letztendlich weiß ich nicht, sind das Admins, sind das, ich weiß es nicht. Ich habe keine demografischen Daten dafür. Wenn ich mir allerdings die zeitlichen Verlauf anschaue, der Ergebnisse, dann muss ich sagen, es schaut einfach konsistent gleich aus. Also ich denke, also ich glaube an die Zahlen, sagen wir mal so. So, 3 Minuten. Wir brauchen jetzt ein bisschen länger, weil wir mit dem Abstimmungsverfahren hier im Saal einfach ein bisschen länger brauchen. Aber wie bringe ich das zusammen, dass ich euch 5 Indexfragen in 3 Minuten herauskitzel? Also 75% schaffen es tatsächlich in 3 Minuten online das Quiz fertigzustellen. Das finde ich relativ gut. Das heißt, ich habe das so gemacht, dass die Frage, die ich stelle, eigentlich immer dieselbe ist. Nämlich, ist es jetzt ein Index-Query-Mismatch oder nicht? Ich zeige euch einen Index, ich zeige euch einen Query. Und dann stellt sich die Frage, passen die zusammen? Ist das jetzt der perfekte Index für diese Abfrage? Passt die Abfrage auch perfekt zum Index, also in beide Richtungen? Oder nein? Einfache Ja-Nein-Fragen. Und die würde ich jetzt gern mit euch durchmachen. Es gibt dann noch 2 Abfragen, die ein bisschen abweichen, aber das zeige ich euch dann. Also da haben wir so diese Frage. Ist das Ganze gut oder schlecht? Passt das oder passt das nicht? Der Index, den ich da habe, der ist jetzt auf einer Datumsspalte. Also ich habe da einfach Date Column reingeschrieben, damit klar wird, dass das ein Datum sein soll, im Sinne, also heute, gestern, übermorgen so. Und die Abfrage, die sucht letztendlich alle Einträge von dieser Date Column, die aus dem Jahre 2012 sind, also aus diesem Jahre, und holt sich halt ein paar Spalten aus Text und Date Column. Jo. Nichts herausschreien. Wir machen das total anonym. Ich habe nämlich herausgefunden, wenn ich das mit Handzeichen mache, das funktioniert überhaupt nicht. Gerade die erste Reihe ist stark benachteiligt. Ja, wirklich. Also einmal ist einer so gesessen. Hat sich herausgestellt, der Chef ist hinter ihm gesessen. Mache ich nicht mehr. Deswegen machen wir das total anonym mit Summen. Also ich werde euch fragen, glaubst du, das Ganze ist gut? Dann bitte jetzt summen. Glaubst du, das Ganze ist nicht gut? Dann bitte jetzt summen. Also summen so wie okay? Das ist total sicher. Also auch die Audioaufzeichnung kann es dann, glaube ich, nicht auf personenbezogene Daten irgendwie zurückführen. Ist also GDPR-proof. Und hat den Vorteil, dass die erste Reihe auch weiß, wie der Gesamtzahl eigentlich so abgestimmt hat. Ja? Also probieren wir das aus. Die Frage bleibt weiterhin, ist das jetzt ein Query-Index-Mismatch oder nicht? Ich frage immer in der Reihenfolge, also ist es gut oder ist es schlecht? Also ist es kein Mismatch oder ist es schlecht, so wie oben hingeschrieben? Und bitte euch dann um Zeichengebung durch Summen. Gut, seid ihr soweit? Genau. Also bitte, dann jetzt summen, wenn ihr glaubt, das ist gut, das ist kein Mismatch, das passt schon. Okay, Gegenprobe, wenn ihr glaubt, das ist schlecht, das ist ein Mismatch. Okay, die Mehrheit ist also für, das ist schlecht, das ist ein Mismatch und die Mehrheit hat recht. Dennoch gibt es ein paar Anonyme hier im Raum, ich habe es genau gehört, die sich geirrt haben. Warum ist das schlecht? Die generelle Regel lautet eigentlich, dass man, also sobald man, selbst wenn man einen Index auf einer Spalte hat, sobald man die Spalte in der Werklaufe mit einer Funktion umschließt, ist der Index im Wesentlichen nutzlos. Und die Regel, die ich euch da ans Herz legen möchte, ist, schreibt Abfragen nach zusammenhängenden Zeitperioden immer als explizite Von-Bis-Bedingung. Das ist eine Regel, die sich bewährt, was Indizierung, auch Funktionalität, beides berücksichtigt. Was soll das heißen? Ich zeige euch einmal hier das Ganze anhand eines Postgres-Ausführungsplanes.
Das ist aus willkürlichen Gründen Postgres, ist in MySQL und in anderen Datenbanken nicht anders. Was man hier sieht, ist, dass er hier einen Sequential Scan macht. Das heißt, er verwendet diesen Index mal überhaupt nicht. Er könnte zwar grundsätzlich auch den Index verwenden, aber dann auch nur von Ende zu Ende lesen. Das ist so ungefähr das Beste, was möglich wäre. Das heißt, den ganzen Index lesen, anstatt den Index zu benutzen, um effiziente Zeilen zu finden, die da gewollt werden. Mit meinem Testdatenbestand hat es jetzt 118 Millisekunden gedauert. Und das ist das, was ich meine mit explizite Bereichsbedingungen. Schreibt es einfach rein, von wann bis wann, ganz explizit. Und verwendet dabei möglichst between nicht. Weil hier habe ich das Pattern inklusive, exklusive, die Untergrenze inklusive, das ist gleich dabei, die Obergrenze exklusive, aber halt eins danach. Das ist sicher für Schaltjahre, für Schaltsekunden und. Verwendet dieses Muster. Da gibt es dann auch einen Link, da ganz in na, das gibt es nicht. Auf JustIndexLook findet ihr das erklärt. Und das ist dann natürlich deutlich schneller. Das verwendet jetzt auch tatsächlich einfach den Index, so wie man sich vorstellt, dass ein Index benutzt werden sollte. Und jetzt damit meinen Testdaten 270 mal schneller. Also da reden wir nicht mehr von den 20er Faktoren, die wir in dem Cartoon gehabt haben am Anfang, sondern das hat nach oben hin eigentlich keine Grenze. Eine Frage. Bitte? Wieso würde ich das Between nicht verwenden? Das Between würde ich nicht verwenden, weil Between inklusive auf beiden Enden ist, auch auf der Obergrenze. Dann müsste ich da den letzten Moment des Jahres 2018 hinschreiben. Und der letzte Moment des Jahres 2018 ist sehr, sehr schwer zu ermitteln, weil zum Beispiel Schaltsekunden noch eingefügt werden könnten. Das ist unregelmäßig wiederum. Ja? Also deswegen exklusive Obergrenze. Inklusive. Da geht es dann nicht mehr um den Index. Genau, also ich versuche meine Tipps immer so zu formulieren, dass sie alle Aspekte abdecken. Also Between würde mit einem Index schon noch funktionieren, es ist nur dann funktional schwierig, richtig hinzukriegen. Also an Schaltjahr denkt meistens jeder, wenn es um Ende Februar geht, aber an Schaltsekunden denkt dann schon nicht mehr jeder. Gut, das hat das Internet gesagt. 66% der Befragten haben richtig geantwortet und gefühlsmäßig könnte ich sagen, das war jetzt ungefähr da im Raum vielleicht auch so ähnlich, in der Größenordnung zumindest. Dabei muss man allerdings bedenken, das ist eine 50-50-Frage. Wie viele von euch haben einfach nur geraten? Bitte summt jetzt. Ein paar wenige. Statistisch ist es so, dass wenn man bei so 50-50-Fragen wissen möchte, wie viele haben es wirklich gewusst und wie viele haben halt einfach nur Glück gehabt, ist, dass man einfach diese 50-50-Chance ausblenden muss und sich nur den Rest anschaut. Das bedeutet, dass man sagen kann, ungefähr ein Drittel hat es tatsächlich gewusst. Der Rest hat Glück gehabt. Und das kleine N da bitte mit 17.000 herum. Das ist jetzt nicht mehr eine Kleinigkeit. Das ist durchaus relevant. Ich habe noch andere Daten dazu, die waren bei 40.000 mit klein N und da kommt genau das Gleiche raus. Das Quiz gibt es jetzt in zwei Generationen. In der ersten Generation war es 5 Jahre live, da habe ich ein kleines N 40.000 zusammengebracht, ist das Gleiche rausgekommen. Jetzt habe ich es überarbeitet ein bisschen, jetzt habe ich wieder von neu begonnen, Daten zu zählen, kommt wieder das Gleiche raus. Also ich habe Grund zu glauben, das stimmt. Jetzt kommt noch ein lustiger Aspekt. Auf meiner Homepage, auf JustIndexLook, habe ich mir dann noch gedacht, naja, in 3 Minuten muss das durchgehen. Das heißt, ich muss das den Leuten in einer Syntax zeigen, die ihnen geläufig ist. Ihr habt jetzt vielleicht gesehen, das Extract kennt nicht jeder. Das ist die SQL-Standard-Variante, wie man Komponenten aus so Zeitstempeln rausholt. Aber andere verwenden zum Beispiel lieber 2CAR. Darum habe ich am Anfang gefragt, welche Datenbank verwendest du denn? Und habe dann dort jeweils die Syntax hergezeigt, die am häufigsten verwendet wird in dieser Datenbank. Das war eigentlich meine Überlegung. Und dann, wie ich die Werte da ermittelt, habe ich mir gedacht, jetzt könnte ich ja eigentlich nachschauen, ob MySQL-User schlauer sind als Oracle-User. Wenn ich die Daten versehentlich gesammelt habe. Tut mir leid. Und das Ergebnis ist nein, es ist eher umgekehrt. Also es fällt der DB2 zwar stark heraus, aber da ist das Klein-N jetzt mit unter 300 schon mit Vorsicht zu genießen. Es sind einfach sehr, sehr wenige Leute, die DB2 verwenden von IBM. Ich glaube schon, dass es stimmt, dass es ein Ausreißer nach oben ist, weil ich habe auch DB2-Kunden und es ist halt typischerweise Versicherung, Bank. Dort werden die Leute geschult darauf, bevor sie darauf zugreifen dürfen. Deswegen ist es für mich glaubwürdig, dass es einen Ausschlag gibt, wie groß er ist, mit Vorsicht zu genießen wegen einem kleinen N. Also da habe ich 288 im Vergleich zum größten mit 5300 da. Also das ist dann schon ein anderes Kaliber. Ansonsten sieht man, es gibt Ausreißer nach oben, es gibt Ausreißer nach unten.
Kann man sehen, wie man will. Und da möchte ich noch einmal betonen, das soll jetzt nicht heißen, dass zum Beispiel MySQL oder SQL Server eine schlechte Datenbank ist. Nein. Ich möchte nicht, dass mich Oracle oder Microsoft verklagt, weil ich irgendwas Schlechtes über die Datenbank sage. Es geht hier einzig und allein um die Leute, die es benutzen. Ihr verklagt mich ja nicht, oder? Okay, also in diesem Sinne, machen wir weiter. Zweite Frage, wieder gut oder schlecht? Der Index hat diesmal zwei Spalten. Die eine Spalte lautet A, das ist einfach nur irgendwas. Irgendeine Spalte, wissen wir nicht. Und wiederum ein Datum. Gesucht wird dann alles, wo A irgendeinen speziellen Wert hat. Das Fragezeichen hier ist der Platzhalter, Bindparameter. Sortiert wird das Ganze nach Date Descending, also neuestes zuerst. Ganz klassisch. Und dann gebe ich noch Limit 1, also gebe mir nur das allererste Ergebnis. Mich interessiert nur der erste Eintrag, wo A diesen Wert hat, nur der interessiert mich. Und die Frage ist wieder, passt das eh? Perfekt, Index und Query passen zusammen, Entschuldigung. Halt beherrsche ich es überhaupt nicht, tut mir leid. Also passen sie zusammen oder nicht? So. Ja. Zweispaltiger Index, Abfrage. Seid ihr soweit? Okay, dann frage ich zuerst, also passt das zusammen, dann bitte jetzt summen. Gegenprobe, passt das nicht zusammen, bitte jetzt summen. Okay, also es gibt einen Überhang für ist gut, würde ich sagen. Möchte irgendjemand sagen, warum er glaubt, dass das gut wäre? Mag jemand sein Summen begründen, bitte? Ja, wenn man Limit 1 hat, holt man nur eine Zeile. Ja? Ja? Ja, also du hast das richtig, ich wiederhole das Ganze natürlich nochmal. Also im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass wenn ich suche nach diesem Wert A mit einem bestimmten Wert, also das ist gleich hier, ist ganz, ganz wichtig, dann grenzt mir das Ganze im Index schon mal auf diesen Bereich ein. Und der Index ist innerhalb dieses Bereichs dann nach der nächsten Spalte sortiert, also nach dem Datum. Das heißt, wenn er den Index in dieser Reihenfolge liest, in der er eh auf der Festplatte steht, dann ergibt sich diese Reihenfolge hier schon. Das heißt, er braucht nicht sortieren oder sonstiges machen. Das heißt, er geht einfach nur an die richtige Stelle, wo das kleinste mit dem A steht, liest eine Zeile und das war's. Eine Frage? Ja, der Teilnehmer, den wir hier anonym lassen wollen, schließt daraus, dass die Reihenfolge der Spalten, in der wir sie in den Index hineingeben, relevant ist. Und ja, das ist einer der Punkte, die ich da an euch herantragen möchte. Das ist dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, es hat was gebracht, dass ich hier gestanden bin. Also diese spezielle Technik nennt man Top-N-Query, also alles, was so nach irgendwas sortiert und dann nur das erste will oder die ersten fünf, ist ein Top-N-Query. Und wenn man dafür sorgt, dass meine Index hat, der das Order by abdeckt, dann hat man eben diesen Effekt, dass er wirklich nur hingeht, so viele Zeilen liest und das war's. Und das kann tatsächlich so schnell sein wie ein Primärschlüssel-Lookup, weil es läuft genau das Gleiche ab. Er bohrt sich einmal durch den Indexbaum, liest eine Zeile, das war's. Okay? Und wenn man diese Technik als Entwickler nicht kennt, dann okay, dann hat man was falsch gemacht. Ganz einfach, tut mir leid. Aber ihr seid nicht schuld. Es steht halt in den Büchern nicht drinnen. Gut, was weiß das Internet dazu? Da haben wir wieder sowas in der Größenordnung 2/3, wo man wieder die 50-50 ausblendet, kommt man wieder so auf 1/3 herum. Und die Diversität in den Datenbanken ist da jetzt interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, gegen Ende des Quizzes werden diese Ausschläge immer schlanker. Das führe ich ein bisschen darauf zurück, dass einfach die Ratequote unter Umständen ein bisschen höher wird. Dass die Leute halt schon gegen Ende einfach das Ergebnis sehen wollen. Auffällig ist aber auch da wieder DB2, was eben da wieder aus dem Ding fällt, mit wiederum einem kleinen N. Aber ich habe Gründe daran zu glauben, dass die diese Tricks tatsächlich kennen. Also ich habe die auch schon unterrichtet und bei denen habe ich nichts reißen können mit dem Schmäh. Eine Frage. Ah, ja. Du spielst jetzt auf den Index-Only-Scan ab. Ja. Ja, also das, was im Publikum hier aufgebracht wird, ist die Frage, welche Spalten werden selektiert, weil wenn man nur Spalten selektiert, die auch im Index stehen, dann braucht er gar nicht in die Tabelle gehen.
Der sogenannte Index-Only-Scan, das habe ich da extra noch als Kommentar für mich reingeschrieben, kein Index-Only-Scan. Warum ist der für mich da jetzt nicht relevant? Weil er sowieso nur eine einzelne Zeile holt. Und das, es gibt dieses, nein, das ist echt, es ist nur da kaum relevant. Weil durch den Indexbaum durchgehen kostet dich so 3-4 Blockzugriffe und die Tabelle kostet dich dann noch einen extra. Das heißt, was du sparen kannst, wenn du nur eine Zeile ladest, ist so 20% herum. Zahlt sich dafür vielleicht auch nicht aus, muss man auswägen. Bei so Top-1-Queries, gib mir nur die aktuellste Zeile, tendiere ich dazu, es nicht zu machen. Aber es ist richtig, es gibt dieses Phänomen, es ist auch ganz wichtig, kommt auch bald vor. So, schauen wir uns mal eine interessantere Abfrage an. Es geht im Wesentlichen wieder um das Gleiche. Passt das Ganze zusammen oder nicht? Nur haben wir diesmal halt zwei Queries. Ein Index, zwei Queries. Und die Frage ist, passen beide oder passt vielleicht irgendwas nicht ganz? Okay, schaut genau, die Queries sind sehr, sehr ähnlich, also es geht immer um werden die gleichen Spalten selektiert, gleiche Tabelle, einmal wird auf A und B gefiltert, einmal wird nur auf B gefiltert und der Index ist auf A und B. So, also fragen wir, wer glaubt, das Ganze ist eh super so, lassen wir das so, Index und Query passen perfekt zusammen, bitte jetzt summen. Okay. Wer glaubt, da hat's was, da müsste man irgendwas ändern. Irgendeine von den drei Komponenten fällt aus dem Rahmen. Bitte jetzt summen. Okay, das wird eigentlich eindeutig. Wer traut sich gar nichts sagen? Okay, einige wenige. Also es hat kein einziger gesagt, das passt. Und das ist auch richtig. Was passt daran nicht? In der Ausgangssituation haben wir das so, dass eben die Spaltenreihenfolge im Index ist hochrelevant. Wenn ich einen Index habe, der auf A, B lautet und dann nur nach B suche, dann ist das so, als hätte ich ein Telefonbuch und suche darin nach allen Markussen, nach einem Vornamen. Und wenn ich dir jetzt ein Telefonbuch in die Hand gebe, so ein gedrucktes, erinnert ihr euch? Sarah Connor? Ja. Und sag, such mir alle Markusse raus, dann nimmst du das und haust mir es um den Kopf und sagst, leck mir am Arsch. Die Datenbank macht das nicht, es ist irgendwie freundlicher. Was die dann macht, ist, die liest das Ganze einfach von vorn nach hinten durch und schaut sich jeden Namen an und beantwortet eine Anfrage, aber halt so gut es geht, langsam. Und da ist jetzt das Witzige, da kann man durch das Umdrehen des Indexes, da braucht man gar keinen neuen anlegen. Da kann man nur dadurch, dass man die Spaltenreihenfolge an die Queries anpasst, kann man dafür sorgen, dass beide diesen Index benutzen können. Weil wenn ich nämlich ein Telefonbuch hätte, das nach Vorname, Nachname geht, dann kann ich das tatsächlich auch für beide Arten von Abfragen verwenden, die nur Vorname haben und die Vorname und Nachname haben. Und das muss man halt beim Index-Design berücksichtigen. Und da kriegt man dann halt auch seine Performance for free raus. Man hat nicht mehr Indizes. Das heißt, der Overhead ist nicht größer. For free kriegt ihr bei der zweiten Abfrage zum Beispiel einen Faktor 4 heraus. Wie viele wussten es? Wieder in der Größenordnung. Da gibt es jetzt wieder deutlichere Ausschläge. Ich lasse das mal so stehen. Ja, die Frage aus dem Publikum, wenn es zwei Indizes gäbe, einen für A und einen für B, was wäre dann? Die zweite Abfrage, die B-Abfrage, könnte den Index natürlich so nutzen. Für die wäre er sogar ein bisschen besser, weil er ein bisschen kleiner wäre. Aber relativ irrelevant, würde ich sagen. Also vernachlässigbar. Wenige Prozente. Da geht es dann nicht mehr um Faktoren, da geht es um Prozente. Und der andere könnte sich dann für einen von beiden entscheiden. Allerdings, beide wären nicht so effizient wie der gemeinsame. Beim Gemeinsamen kommen halt von Haus aus nur die raus, die beide Anforderungen erfüllen. Während wenn er sich für A- oder B-Index entscheidet, dann liefert der Index alle A's, die passen. Muss er für jedes A, das passt, noch in die Tabelle gehen, um rauszufinden, ob auch das B passt. Und da kann es dazu kommen, dass er jetzt eine Zeile liest und dann draufkommt, hoppala, das B passt doch nicht. Und das ist ganz was Schlimmes, weil dann hat er einen Aufwand betrieben, nämlich eine Zeile aus der Tabelle geholt, nur um draufzukommen, ach, die wollte ich eh nicht. Und das ist genau das, was es langsam macht. So. Vierte Frage. Da geht es jetzt um Like. Ja, da haben wir ein Like drinnen. Der Index ist einfach auf einer Textspalte. Die Suche ist auf dieser Textspalte mit dem Like. Das letzte Zeichen, das Prozentzeichen, das ist das Wildcard in SQL. Ich habe mir das nicht ausgesucht, das ist echt so. Das Prozentzeichen steht für beliebig viele Zeichen, die daran an dieser Stelle stehen können. Und die Frage bleibt wieder, passen die beiden perfekt zusammen? Ist das eh okay?
oder passt es nicht, muss eins von beiden geändert werden. Also, da wird noch überlegt. Okay, dann wiederum. Wenn es passt, dann bitte jetzt summen. Okay, Gegenprobe, wer glaubt, es passt nicht? Okay, einige wenige glauben, es passt nicht, der Großteil glaubt, es passt. Und es stimmt auch. Also im Wesentlichen passt das Ganze, weil nämlich das Wildcard am Ende des Suchbegriffs ist. Wäre das Wildcard am Anfang des Suchbegriffes, würde es nicht passen. Und das ist bitte ganz, ganz wichtig zu bedenken. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein Like ganz generell einen Index benutzen kann. Nein, es kann nur der Teil des Suchbegriffs den Index gut nutzen, der vor dem ersten Wildcard ist. Das kann man natürlich ausnutzen, wenn man es weiß. Aber wenn man es nicht weiß, dass es da diese Unterscheidung gibt, manche Like-Suchen sind gut indizierbar, andere nicht. Es kommt auf die Position des ersten Wildcards an. Und da habe ich halt jetzt den Fall, dass es eh das allerletzte ist. Da funktioniert das ganz gut. Wie viele wussten es? Ein bisschen weniger. Typische Ausschläge. Also DB2 und Postgres ist da immer der Ausschlag. Das zeichnet sich ab, dieses Muster. So, Frage 5. Die folgt jetzt einem anderen Muster. Da geht es nicht mehr um passt oder passt nicht. Ich habe die Frage eingebaut, damit ich eben die Wahrscheinlichkeit, dass man mit reinem Raten das Ganze irgendwie gut besteht, ein bisschen herunterdrücke. Deswegen gibt es bei dieser Frage 4 Optionen zur Antwort. Und es geht im Szenario darum, es gibt eine Situation, also es gibt einen Index auf A und Date Column, sowas hat man schon, nicht? Da gibt es eine Abfrage drauf und die wird sich jetzt dann gleich ändern, diese Abfrage. Und es geht darum zu beantworten, wird diese Änderung einen positiven, einen negativen, einen neutralen Auswirkungen auf die Performance haben oder kann man das vielleicht gar nicht beurteilen anhand der Daten, die ich euch hier zeige. Das sind dann die 4 Optionen. Also schauen wir uns nochmal die Abfrage genau an. Es ist einmal ein Count-Starter drinnen, weil ich habe auch ein Group by Date Column. Das habe ich reingehauen, um die letzten Klugscheißer ein bisschen aus der Reserve zu locken. Das Ganze hat auch eine Where-Klausel. A ist gleich ein Wert, das Fragezeichen wieder als Platzhalter. Also es wird nach allem gesucht, was einen gewissen A-Wert hat, dann wird gruppiert nach dem Datum und dann wird das Datum mit der jeweiligen Anzahl ausgegeben. Und jetzt wird diese Abfrage geändert. Das ist jetzt mal die Ausgangsbasis, die Baseline. Jetzt ändern wir die Abfrage und fügen eine weitere Where-Klausel hinzu. Jetzt suchen wir nicht mehr nur nach A, sondern jetzt suchen wir nach A ist gleich irgendwas und B ist gleich irgendwas anderes. Die Daten werden ein bisschen weniger, nicht? Am Anfang habe ich ungefähr 3 Zeilen gehabt, dann sagen wir eine Zeile, Daten werden weniger, es kommt noch immer was raus. Die Frage ist jetzt, wird das Ganze schneller, wird es langsamer, wird es ungefähr gleich bleiben oder ist es völlig unmöglich, das anhand dieses Szenarios zu beantworten? Ich gebe euch noch einen Moment. Sonst gehen wir es durch der Reihenfolge nach. Okay? So, wer glaubt, das Ganze wird schneller? Bitte jetzt summen. Wer glaubt, es wird langsamer? Bitte jetzt summen. Wer glaubt, es wird ungefähr gleich bleiben? Bitte jetzt summen. Okay. Wer glaubt, kann man nicht beantworten? Bitte jetzt summen. Aha. Also schon am deutlichsten war, was war am deutlichsten? Herrlich. Schneller, langsamer. Na was jetzt? Na was glaubt ihr? Ich gebe euch einen Tipp, die richtige Antwort war die stärkste. Es wird langsamer, genau. Das ist die richtige Antwort, meiner Meinung nach. Es gibt immer noch Leute, die sagen, das kann man nicht beantworten, aber ich glaube nicht dran, ich glaube, man kann es beantworten. Warum wird das Ganze langsamer? Wir hatten das schon. Wir hatten das schon. Du hast mir den Schmäh hier versaut. Ja. Ich habe da wieder diese Abkürzung IOS, Index Only Scan. Was diese Abfrage macht in all ihrer Komplexität mit Group By, es ist null Aufwand für die Datenbank, weil das A steht ganz am Anfang im Index, das funktioniert wunderbar mit dem Ist gleich. Das Group By ist nach der zweiten Spalte, das heißt, er kann auch die Indexreihenfolge schon für die Gruppierung ausnutzen, das ist obendrein über Supertrupper. Das Count kostet nichts, wunderbar, und er muss nicht in die Tabelle gehen, weil alles, worauf er zugreift, ist das A und das Date Column, das steht beides im Index. Er muss nicht mehr im Index suchen und nachher noch zusätzliche Daten für jede Zeile auf der Tabelle holen, muss er nicht machen. Sogenannter Index-Only-Scan. Da schränke ich das Ganze noch weiter ein. Ich verarbeite grundsätzlich weniger Daten. Aber um diese Bedienung hier auszuwerten, muss ich zuerst mal die passenden A's suchen. Dann muss ich für jedes A in die Tabelle gehen und das ist bitte Mehraufwand, das hat er vorher nicht machen müssen. Muss mir anschauen, passt auch der B-Wert? Wenn ja, gut, dann nehme ich die Daten, aber wenn nein, dann muss ich es verwerfen. Aber den Aufwand hatte ich zu dem Zeitpunkt schon.
Und deswegen wird das Ganze wirklich maßgeblich langsamer. Eine Frage? Ein Index ist im Wesentlichen so, speichert die Zeilen der Tabellen so ab, als würdest du die Spalten in eine Order-by-Klausel geben. Mikroausfall. Ja, das heißt im Wesentlichen. So, wissen es welche, also unter 50%, wenn man diese Ratewahrscheinlichkeit wieder ausblendet, wissen es unter 50%. Und ich habe den Verdacht, also es haben ein paar im Internet gestanden, sie haben nur das genommen, was sie am unwahrscheinlichsten erachteten. Möchte sich hier auch irgendjemand zu dieser Aussage anonym durchsummen? Okay. So, das sind die vier Antworten, die gekommen sind. Also man sieht ganz stark, ist der Ausschlag an der richtigen Stelle. Es wird langsamer, und zwar wirklich viel langsamer. Die Aufteilung nach Datenbanken, ja, finde ich jetzt dann nicht mehr so auffällig. Da haben wir es eben im Ausführungsplan, da haben wir die Unterscheidung Index-Only-Scan versus Index und Tabelle zugreifen, dann auch noch sortieren und so weiter. Viel mehr Arbeit einfach. So, das waren die fünf Fragen. Und jetzt stellt sich noch die eine Frage, wie viele vom Internet haben Sie jetzt eigentlich geschafft, sagen wir mal, das Quiz zu bestehen? Und als bestehen würde ich in dem Rahmen sagen, nachdem dass sehr, sehr viele Fragen einfach nur 50-50 Fragen sind, dann verlange ich schon, dass wir mindestens vier Fragen richtig beantwortet haben. Also wie viele haben vier oder fünf Fragen richtig beantwortet? Und das Ergebnis ist, naja, 42,4%. Da oben habe ich es stehen. Wenn ich es ein bisschen aufrunde für Marketing, dann sage ich, 60% fallen durch. Ist nicht eure Schuld. Es steht nicht in den Büchern, es wird nicht unterrichtet. Nochmal aufgeteilt nach Datenbanken. Da sieht man jetzt den DB2-Ausschlag wirklich ganz, ganz markant und auch den Postgres-Ausschlag sehr stark. So, diese Frage müssen wir jetzt überspringen aus Zeitgründen. Ich hätte noch eine Zusatzfrage, aber die muss ich euch jetzt leider vorenthalten. Wenn ich jetzt vor einer Stunde zu euch gekommen wäre und gesagt hätte, bitte summt jetzt, wenn ihr glaubt, Indizierung ist wichtig für Datenbank-Performance, dann hättet ihr wahrscheinlich alle gesummt. Und wenn ich euch jetzt frage, ist euch bewusst, wie wichtig es ist? Oder war euch das vor einer Stunde bewusst? Ich weiß nicht, wie ihr da abstimmen würdet. Jetzt wollen wir es mal so stehen lassen im Raum. Ich sage, jeder weiß, ja, Indizierung ist wichtig. Ja, eh klar, es ist ein Index, Mann. Jetzt ist dein Query 20 Mal schneller und wir brauchen NoSQL nicht mehr. Aber was es für Details da geht, dass es eine Designaufgabe ist, das ist eigentlich nicht so wirklich angekommen. Und dazu muss man eigentlich gar nicht so viel wissen. Es ist nicht wirklich so arg schwer. Man muss halt ein paar Details, ich habe es da unter Anführungszeichen gestellt, wie zum Beispiel das Detail, dass die Spaltenreihenfolge im Index äußerst relevant ist. Das ist nämlich das wirklich einzig Relevante in einem mehrspaltigen Index, ist die Reihenfolge, in der man die Spalten reingibt. Das muss einfach gelernt und verstanden werden. Das ist einfach so, da kommt ihr nicht drum herum. Ein anderes Problem, das ich sehr, sehr oft sehe, ist, dass nur eine Macht der Indizierung verwendet wird. Also ihr kennt hier dieses Eichhörnchen, das Logo von meiner Webseite. Erinnert euch das an irgendwelche Filme? Ja, also die Macht sei mit euch. Und ein Index, der normale B-Tree-Index, von dem wir hier gesprochen haben, der kann drei Tricks oder drei Mächte oder er hat three Powers. Und es ist nämlich Daten schnell finden. Ja, das weiß jeder. Dann gibt es aber auch noch dieses Datenclustern. Das ist dieses Index-Only-Scan-Phänomen, dass ich die Daten, die ich dann beim Query gleichzeitig brauchen werde, auch physisch nahe beieinander speichere. Und er kann auch noch sortieren, was wir auch schon gesehen haben. Und alle diese drei Mächte der Indizierung muss man tatsächlich verwenden. Und noch ein Kardinalsfehler ist, jede Abfrage für sich getrennt indizieren. Ihr habt gesehen, dass ich da zwei Abfragen hatte, im A, B und nur B. Dass man mit demselben Aufwand für die Datenbank, also mit einem Index, auch mehrere Abfragen abdecken kann. Dann kann man den Mehraufwand, ein Index ist eine enorme Bürde eigentlich für die Datenbank, ein Wartungsaufwand, kann man mit einem Index mehrere Abfragen abdecken. Da stelle ich euch die Frage, legt ihr Indizes einfach nur an oder designt ihr sie? Und natürlich sollt ihr sie designen. Indexing ist eine Entwicklungsaufgabe, sie muss benötigt dieselbe Sorgfalt wie das Schema-Design. Kriege ich 2 Minuten? Keine Falltür hier. Juhu! Bist du die Nächste? Okay, passt. Das ist die Spitze des Eisbergs. Was ich euch heute gezeigt habe, ist natürlich, ja, es sind die 5 wichtigsten Fälle. Aber letztendlich ist es die Spitze des Eisbergs, der Fehler, die ihr alle macht. Ich stelle euch das einfach so
unterstelle euch das einfach so. Also es gibt da wirklich noch viel zu entdecken und man kann sich damit irrsinnig viele Probleme da sparen. Und deswegen möchte ich euch einladen, meine Webseite zu besuchen, usetheindexlook.com. Ist ein vollständiges Buch, kann man übrigens auch als Buch kaufen, heißt dann SQL Performance Explained, dort vorne habt ihr ein Kärtchen. Muss man aber nicht, gratis im Netz, einfach lesen. Es gibt jetzt keine Ausrede mehr, okay? Dann habe ich noch meine andere Webseite, Modern SQL, alles, was ich seit SQL 92 getan hat, aber irgendwie alle verpasst haben. Auch sehr zu empfehlen, beides gibt es auch als Blog, kann man subscriben und so weiter. Und der letzte Hinweis ist natürlich auch noch, ja, ich mache mein Leben von Schulungen im Wesentlichen. Falls euch das interessiert, demnächst bietet sich da in Wien was an. Da könnt ihr mich einfach darauf ansprechen. So, ich bin meine eine Minute drüber, würde ich sagen. Habt ihr noch Fragen? Oh, es gibt noch Fragen. Gut. Du. Du sagst, man soll die Indizes designen. Das heißt aber, dass man vielleicht in der Abfrage auch mehrere Indizes braucht. Wir hatten ja jetzt eine charmante Situation, wenn man nur einige. Genau, die Abfrage geht danach, es kann auch sein, also Index Design, und heißt das auch, dass man pro Abfrage mehr als einen Index braucht? Ja, potenziell ja. Es ist so, dass man für jeden Tabellenzugriff einen Index eigentlich braucht, grundsätzlich. Aber das heißt nicht, dass dieser Index nicht auch für andere Sachen verwendet werden soll. Und mit Tabellenzugriff meine ich die Nennung einer Tabelle in der From-Klausel. Also wenn es dann Join hast, brauchst du klassischerweise für jede Tabelle einen Index. Ein Index ist immer etwas, das zu einer Tabelle zugehörig ist. Gut, noch eine Frage? Noch zwei Fragen? Zum ersten Beispiel, wo das Ja, die Funktion Ja aus dem Datum genommen wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass es Datenbankanbieter abhängig ist, wie der damit umgeht und das optimiert. Hast du das mal beobachtet, welche Datenbank? Ich kann dir die Antwort geben, wie es ist tatsächlich. Also ja, dieser eine Fall, den ich euch hergezeigt habe, nämlich das most significant part aus dem Ding rausnehmen, ist theoretisch abdenkbar. Ich kenne einen Hersteller, der es macht, das ist IBM mit DB2. Ja, letzte Frage. Frage, wirkt sich irgendwie ein nutzloser Index aus? Ich meine, der Index muss ja bei Updates, bei Deletes abgedatet werden. Wenn ich jetzt 5 nutzlose Indizes gemacht habe, weil use the index look. Das ist schlecht, ja. Also jeder Index ist eine Bürde für die Datenbank. Du legst das zwar nur einmal an mit Create Index, aber für die Datenbank bleibt er immer da. Bei jedem Insert, Update, Delete und Merge, bei jeder Schreiboperation wird er synchron transaktional mitgewartet. Darüber hinaus braucht ein Index natürlich Platz. Das macht sich auf der Festplatte beim Backup, aber auch bei der Cache-Hit-Rate bemerkbar, weil ein Index ist redundant und wenn ich dieselben Nutzdaten auf mehr Bruttodaten aufteile, dann geht die Cache-Hit-Rate einfach runter. Und der dritte negative Aspekt ist der Optimizer, der muss sich jeden Index immer anschauen und überlegen, kann ich den jetzt nehmen bei jeder Abfrage? Das heißt, der Optimizer leidet auch darunter. Das sind so die drei Hauptgründe, die dagegen sprechen. Darum sage ich, designen und nicht nur einfach drüber zuckern. Weil ein Index, den man einmal hat, wieder droppen, ist nicht einfach, weil es ist schwer zu beweisen, dass es nichts wirklich Schlimmes tut. Gut, dann danke ich. Es ist vorbei. Hat mich sehr gefreut. Bierdeckel.